Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einem neuen Part, ne? Ja, ich bin gerade hier zu der Sumpflandsbasis geportet und da hat sich direkt hier dieses Event aufgetan. Also, perfekt. Ja, ich habe sie mutig beruhigt. Ja, ich bleib dir ein guter Freund. So. Ich habe übrigens kein Pokémon gefangen, also nicht wundern, ne? In dieser Aufnahmesession. Oh, kriege ich wieder Klöße? Lecker. Nee, überhaupt nicht. Denn Klöße waren keine Hilfe. Gar nichts war eine Hilfe. Ich hab gesucht wie ein Bekloppter. Es war wirklich scheiße, die zu finden. Sag ich, wie es ist. Weil Ursaluna reagiert auf alles, was im Boden vergraben ist. Und nicht speziell auf diese eine Truller. Okay. Nein. Wie riecht sie denn? Ja, toll. Also ich weiß nicht, worauf ich genau hätte achten müssen, ne? Dass Ursaluna besser die Person findet. Das weiß ich halt wirklich nicht. Jetzt müssen wir da oben aber erstmal hin, ne? Ah, endlich dürfen wir uns die Mochis reinhauen. Ich mag die Mochis nicht. Ich esse lieber Fritten. Hallo? Mittlerweile klappt es doch ganz gut. Knallkugeln? Knallmus und Rundblast. Ach, damit kann ich die wahrscheinlich verscheuchen, ne? Also die Pokémons. Am nächsten Tag. So, und jetzt kommt wahrscheinlich ein neues Gebiet. Irgendwie ging das rote Sumpfland viel schneller als das andere Gebiet. Ja, was sind die Neuigkeiten? Oh. Neue Haarkreation. Also wenn ich jetzt neue Friesen im Auswahl habe, gucke ich sie mir gerne mal an. Ah, Minatsu ist jetzt ein willkommen im Dorf. Ich komme sofort hinterher. Da war ein Geräusch. Was gibt's? Der eine sieht aus wie ein Händler.
Okay. Wir tun unser Bestes, das stimmt. Ich mache hier immerhin den ganzen Job. Ja, ich mag sie wirklich sehr. Ich mag Pokémon. Früher waren sie wahrscheinlich auch wegen diesem wilden Status sehr viel aggressiver und deswegen greifen sie auch Menschen an. Okay. Ach, Perla schon wieder. Oder Serena in Altversion. So. Ich würde gerne. Ach du Scheiße, sind viele neue Nebenmissionen da. Gerne einmal hier hinreisen und ich würde mir gerne die neuen Haarfriesen ansehen. Die ganzen Nebenmissionen mache ich natürlich offscreen. Wie zum Beispiel die hier. Perilous. Obsidian Grasand und eins an der Küsten. Okay. Du bist der Friseur. So, wenn ich bei dir sage frisieren. Ich habe nicht mal genügend für den Friseur. Was bin ich für ein Pleitegeier? Ich würde gern was verkaufen, aber nicht genügend Geld habe. Was kann ich denn verkaufen? Ich verkaufe einfach ein paar Federbälle. So. Ich will sehen, wie die neuen Friesen aussehen. Wehe, da sind keine neuen bei. Oh, es sind da tatsächlich ein paar neue dazugekommen. Ein Seitenscheitel, Mittelscheitel. Ja. Sind ein paar schöne neue Frisuren dabei. Und auch ein paar neue Haarfarben. Wie zum Beispiel die originale hier Dornfarbe. Wie sie im Englischen heißt. Nein, nicht rot. Ich will mir nur die Haarfriesen angucken. Aber schön, dass es jetzt mehr Optionen gibt. Das war alles, was ich gucken wollte. Ich mache die ganzen Nebenmissionen wirklich offscreen. Weil onscreen würden die einzeln schon eine ganze Folge füllen. Und das pro Mission. So, dann reden wir noch mit Perla, ne? Und hoffentlich können wir uns zumindest das neue Gebiet noch angucken. So, Perla ist höchstwahrscheinlich oben, ja. Und diesen Knall muss ich, finde ich, wahrscheinlich auch in der neuen Ebene. Ach, Perla. Kobalt-Küstenland. Okay. Ein König ist da gestorben. Ach, wahrscheinlich ein Geister-Pokémon. Ja,
Ein Geister-Pokémon. Ja, da freue ich mich doch. Und die Tolle, was hat die vor? Ja, ich bin hoch genug. Dass der Fall war, das wundert mich nicht. So, ich nehme die Nebenmission hier drinnen auf jeden Fall noch an. Muss ich wenigstens nicht nochmal laufen. So, dann gehen wir jetzt mal direkt in dieses neue Land. Auch wenn wir dort wahrscheinlich nicht viel heute machen. Ach, für Lumio ist wieder ein Kampf. Nee, tatsächlich nicht. Dich nochmal zu sehen, hätte ich nicht gedacht. Es gibt zwei Orte, wo ich hin müsste. Ich würde sagen, erst das Küstenland, ne? Mann, das ist aber nicht sehr nett. Okay. Ach so. Er redet von Donner, Wasser und solchen Steinen. Zwei Leistungssteine. Ja, die Entwicklungssteine, die finde ich bei der Gilde. Das weiß ich schon. Habe ich jetzt zwei Orte, wo ich hinreisen muss? Ja, hier an der Küste. Wahrscheinlich das erste Vieh, das ich hole, ist irgendwie entweder was, womit ich übers Wasser fahren kann oder womit ich fliegen kann. Hundertprozentig, weil anders komme ich höchstwahrscheinlich nicht auf diese Insel drauf. Und da werde ich ja hin müssen. Eine wunderschöne Gegend. Das finde ich wunderschön. Das Meer erstreckt sich hier und das Himmel, man sieht den Himmel richtig schön. Ich sag auf jeden Fall Wasser-Pokémon. Die Feuerspeierinsel, wie soll ich da hinkommen ohne Flug-Pokémon? Also ohne die Fähigkeit zu fliegen oder zu schwimmen. Vielleicht haben die ja auch eine Fähre. Aber all dies finden wir erst beim nächsten Mal heraus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!